Hallo, ich bin's wieder, der Heinz Oswald, der Praktikant von 100% Bamberg. Sie kennen mich ja schon. Ich wohne bei meiner Mama, die hat den Kiosk an der Nervenklinik, oben auf dem Berg. Und meine Mama sagt, in Bamberg sind wir immer ganz freigebig. Sie spendiert zum Beispiel auch immer dem Bischof ein paar Bratwürste oder ein Leberkäsbrötchen. Und der Bischof hat neulich gesagt, das höchste Gut des Menschen ist der freie Wille. Und wir in Bamberg, wir sind sehr bekannt für unseren freien Willen. Wir haben sogar unseren freien Willen genutzt, um der Bahn zu erlauben, eine Mauer durch Bamberg zu bauen. Eine richtig große Mauer, direkt einmal quer durch Bamberg. Natürlich hätte die Bahn das sowieso gemacht, aber wir haben ein besseres Gefühl, wenn wir es der Bahn erlauben. Und wer weiß, vielleicht wird die Mauer ja noch richtig gut für uns. Nachdem die Berliner keine Mauer mehr haben, können die Leute jetzt nach Bamberg kommen und können als Touristen sich die Bamberger Mauer anschauen. Die ganzen Souvenirs der Berliner Mauer, die kann man auch nach Bamberg transferieren, weil B&B, das passt ja ganz gut. Und sollte uns die Mauer irgendwann einmal nicht mehr gefallen, naja, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, die Goal Kids anzurufen und die können dann so lange mit ihren Bällen draufschießen, bis die Mauer weg ist. Ich weiß nicht, was Sie von der Mauer halten, aber schreiben Sie mir doch bitte an heinzoswald@100%bamberg.de, wie Ihre Meinung zur Bahn und zur Mauer ist.